Hallo. Hi. Freut mich, euch kennenzulernen. Danke. Mein Name ist Jessie. Und du machst Musik? Ja, leidenschaftlich gerne. Hast du Vorbilder? Ganz großes Vorbild ist Beyoncé, Miley Cyrus. Oh. Was hast du uns mitgebracht? I Were a Boy von Beyoncé. Ach nee. Tatsächlich. Ich habe monatelang versucht, mit Beyoncé ins Studio zu kommen. Und irgendwann eines Tages, ich habe wirklich nicht locker gelassen, kam dann ein Anruf, Beyoncé will auch mit dir arbeiten. Und ersten Tag kam ich ins Studio, habe alles aufgebaut, war fertig und sie kam nicht. Oh nein. Am zweiten Tag, den ganzen Tag gewartet, sie kam nicht. Am dritten Tag kam sie kurz rein und hat mir ein paar Songs vorgespielt. Vierten Tag habe ich ihr If I Were a Boy vorgespielt und da hat sie gesagt, Toby, you won't believe this, but I want to sing it right now. Mit If I Were a Boy holten Beyoncé und Toby 13-mal Platin und 7-mal Gold. Und dann haben wir es das ist doch auch ein Traum, aufgenommen, ne? Zwei das Stunden war auch später. Ein super Match. Ja. Was lernen wir davon? Es lohnt sich, auf die Frauen, auf die Damen mal ein bisschen zu warten. Na gut, jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Es ist wahnsinnig schwer zu singen. Ja. Vor allem nach dem ersten Refrain, wo du ganz oben bist, musst du wieder ganz runter. Toi, toi, toi. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted, then go drink beer with the guys and chase after girls. I'd kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they'd stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'll be a better man. I'd listen to her. Tiefe Ton hast du und dann einfach alles rauswerfen. Ich liebe es, ohne Angst. Ich fand es großartig. Ich glaube, mit noch ein bisschen mehr Fleiß und noch ein bisschen mehr Übung wirst du das noch viel lockerer wegschmettern, weil du hast die Töne, du musst nicht so viel pressen. Das musst du gar nicht. Ja. Da muss man nicht viel sagen, das war wirklich gut. Vielen lieben Dank. Es gibt wenige, die dieses Lied singen können. Da sind Adlibs drin, wo ich mir denke, wenn es jemand singt, dann könnte man seine eigenen Adlibs machen. Also seine eigenen kleinen Variationen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Also es gibt sehr wenig zu kritisieren. Du hast es wahnsinnig gut gemacht. Du bist auf jeden Fall ein sattes Ja von mir. Ein sattes Ja von Tobi. Ja! Dreimal Ja bis zum Recall. Herzlich willkommen. Mit einem Beyoncé-Song ein Ja vom Beyoncé-Producer. Mehr geht nicht. Halt, halt. Das Video ist noch nicht vorbei.
Habt ihr Lust auf noch mehr Gesang und Musik? Dann schaut hier oder klickt hier, dann kommt ihr direkt zu allen Shows auf RTL+.